Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen 10-Minuten Bauchworkout. Falls du auf der Suche nach einem Bauchworkout für Anfänger oder heute einfach mal nicht ganz so intensiv trainieren möchtest, dann bist du hier genau richtig. Dieses Workout ist Teil meiner kostenlosen 21 Tage Get Started Challenge. Das gesamte Homeworkout-Programm sowie den kostenlosen Trainingsplan findest du auf meiner Website. Den Link dazu packe ich dir wie immer in die Videobeschreibung. Falls du zwischen den Übungen nimmer kannst, dann nimm dir eine kurze Pause und steig dann wieder ein, wenn du dich bereit dafür fühlst. Generell gilt, dein Körper, deine Geschwindigkeit und natürlich auch deine Intensität. Wir starten mit der ersten Übung, indem wir unsere Bauchmuskeln aktivieren. Komm in den Vierfüßlerstand. Acht darauf, dass Schultern und Handgelenke eine gerade Linie bilden und wechsel vom Hohlkreuz in den Rundrücken, indem du deinen Bauchnabel nach innen ziehst. Nimm deinen Kopf mit und versuch deine Bauchmuskulatur gezielt anzusteuern, um sie dann im restlichen Workout besser zu spüren. Halfway there. Rest. Sehr gut. Nachdem wir unsere Bauchmuskulatur aktiviert haben, machen wir weiter mit der zweiten Übung. Leg dich mit dem Rücken auf die Matte und stell deine Füße auf. Komm mit deinem Oberkörper hoch, sodass du die Spannung im oberen Bauchmuskel spürst. Berühre jetzt mit deiner linken Hand deine Ferse. Je näher deine Füße an deinem Körper sind, desto leichter ist die Übung. Je weiter weg, desto schwieriger. Nach 20 Sekunden wechseln wir zur rechten Seite. Sehr gut. Und wir wechseln jetzt zur rechten Seite. Roll deine rechte Seite komplett ein. Die linke ist leicht auf Dehnung und du darfst die Belastung in der seitlichen Bauchmuskulatur spüren. Sehr gut. Und absetzen. 20 Sekunden durchatmen, bis wir weitermachen mit Russian Twists, wobei wir die Fersen auf der Matte ablegen. Versuch während der gesamten Übung deinen Rücken gerade zu halten und deinen Oberkörper komplett von links nach rechts und wieder zurück zu rotieren. Mit dieser Übung trainieren wir ganz besonders unsere seitliche Bauchmuskulatur. Und wir haben nur 20 Sekunden. Komm schon, bau nochmal Speed auf, wenn du kannst. Bau Spannung auf und hol nochmal alles raus. Und lösen. Sehr, sehr gut. Kurze Pause, bevor wir weitermachen mit Feet Dipping. Leg dich mit deinem Rücken auf die Matte, bring deine Beine in den rechten Winkel und bau Spannung im Bauch auf, indem du deinen oberen Rücken von der Matte anhebst. Im Wechsel bringen wir jetzt langsam und kontrolliert die Fersen in Richtung Matte. Du kannst die Belastung in den oberen und in den unteren Bauchmuskeln spüren. Halfway there. Und die letzten 10 Sekunden. Komm schon, bleib dran. Wir schaffen es gemeinsam. 3, 2, 1, rest. Sehr gut.
Weiter geht's mit Flutterkicks. Bleib in Rückenlage, aber komm etwas höher, indem du deine Unterarme auf der Matte abstützt. Presst deinen unteren Rücken so fest wie du nur kannst auf die Matte, streck deine Beine durch und beweg sie im Wechsel von oben nach unten. Falls du zwischendrin gar nicht mehr kannst, leg kurz ab, atme für ein paar Sekunden durch und steig dann wieder ein, wenn du dich bereit dafür fühlst. Und wir haben die Hälfte. Es darf brennen und es darf anspruchsvoll sein, aber gemeinsam crashen wir unsere Komfortzone. Wir sind beim Endspurt. Sehr gut, die letzten 10 Sekunden. Und lösen. 20 Sekunden durchatmen, bis wir weitermachen mit einer Kombinationsübung. 20 Sekunden Crunches und 20 Sekunden Crunch Hold. Falls die Crunches noch nicht machbar sind, bring deine Füße unter eine Erhöhung, beispielsweise eine Bettkante oder ein Regal, um etwas mehr Widerstand aufzubauen. Es wird dadurch auch leichter fallen, die Crunches komplett auszuführen. Nach 20 Sekunden wechseln wir zu Crunch Hold. I've been down the darkest roads and up in the clouds. But I've always felt that something's missing. Und wir wechseln in 3, 2, 1. Jetzt im Crunch bleiben. Unsere Fersen bleiben auf der Matte und die Arme strecken wir komplett durch. Wenn du mehr willst, dann beweg sie von oben nach unten. Brust raus, Haltung bewahren, lächeln und halten, halten, halten. Die letzten 5 Sekunden. 3, 2, 1. Sehr gut. Gut gemacht. Wir haben mit dieser Übung nur 4 Übungen vor uns. Bleib in Rückenlage, streck deine Beine durch und heb eines im Wechsel nach oben an und senke es dann wieder langsam ab. Wechsel dann die Seite. Wichtig ist, dass du deinen unteren Rücken so fest wie du nur kannst in die Matte drückst, um aus deiner Bauchmuskulatur zu arbeiten. Wenn du merkst, dass er sich von der Matte löst, senk dein Bein nicht ganz so weit ab. Es gilt wirklich deine Intensität und deine Geschwindigkeit. Wichtig ist, dass dein unterer Rücken auf der Matte bleibt. Halfway there. Wahrscheinlich brennt es bei dir genauso wie bei mir, aber gemeinsam halten wir durch. Wir haben die letzten 4, 3, 2, 1 und lösen. Sehr gut. Falls du eine etwas längere Pause brauchst, nimm sie dir. Alles ganz entspannt. Wenn du aber direkt weitermachen kannst, dann komm jetzt in den Unterarmstütz, aber leg deine Knie auf der Matte ab. Dein Po sollte auf gar keinen Fall in der Luft sein, sondern mit deinen Knien und deiner Halswirbelsäule eine gerade Linie bilden. Wenn du mehr willst, dann wechsel gemeinsam mit mir nach 20 Sekunden in den normalen Plank. Ansonsten bleibst du einfach ganz normal auf den Knien. Beide Varianten sind vollkommen okay. Komm jetzt, wenn du mehr willst, in den High Plank bzw. in den normalen Plank. Zieh deinen Bauchnabel nach innen, spann nochmal alles an, was du in deinem Körper an Muskulatur hast und halte, halte, halte gemeinsam mit mir die letzten 5, 4, 3, 2, 1, lösen. Sehr, sehr gut. Wir sind bei der vorletzten Übung. Komm wieder in Rückenlage und bring beide Hände diagonal zum Knie. Dein Bauch sollte sich dabei komplett runden, um die Muskulatur gezielt anzusteuern. Bring beide Arme nach hinten über deinen Kopf und wechsel dann die Seite. Es ist die vorletzte Übung für dieses Workout. Gemeinsam schaffen wir das. Und falls es dir hilft, es ist die letzte wirklich intensive Übung in diesem Workout. Also hol nochmal all deine Kraft raus und steck sie in die letzten 25 Sekunden. Halfway there. Und die letzten 10. Komm schon, bleib dran. Ich weiß, es brennt und es ist anspruchsvoll, aber wir haben ein Ziel. Wir sind beim Endspurt. Sehr, sehr gut. Und absetzen.
Gut gemacht! Die letzte Übung liegt vor uns. Komm für diese Übung nochmal in den Vierfüßlerstand und streck deinen Arm mit deinem Bein diagonal nach vorne und nach hinten durch. Wenn du kannst, dann spann deinen Bauch nochmal gezielt an und bau Spannung auf. Wir wechseln nach jeder Wiederholung die Seite. Es ist die letzte Übung für dieses Workout und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du diese letzten Sekunden auf jeden Fall nur durchhältst. Halfway there. Und wir haben die letzten 10 Sekunden. Sehr gut. Spannung beibehalten im Bauch. Und noch 3, 2, 1. Yes, sehr gut. Gratuliere. Ich hoffe, dein Bauch brennt ordentlich und es hat dir Spaß gemacht. Wenn es dir Spaß gemacht hat, freue ich mich natürlich über deinen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, wenn du am Laufenden bleiben möchtest. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Workout wiedersehen.